Hallo, ich grüße euch ganz herzlich, grüße dich ganz herzlich, wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen hier aus Bali. Wir haben hier schon Nachmittag. Schau mal, hier ist so ein ganz toller Brunnen, der hier so plätschert. Siehst du den? Ja. Ja, wir haben hier schon Nachmittag. Ich war heute Morgen hier schon, habe mich schon verwöhnen lassen im Spa-Bereich, habe schon eine ganz tolle Pediküre genossen. So sinnig, dann habe ich überlegt, lasse ich mir die Nägel lackieren oder nicht, weil ich ja so ein bisschen chemiefrei, ökologisch angehauchter doch unterwegs bin. Und greife da in die Kiste, als sie mich gefragt haben, ob ich mir die Nägel auch möchte lackieren lassen. Und den ersten Nagellack, den ich dann in der Hand hatte, das war ein biologischer Nagellack. Und da dachte ich, okay, Universum hat gesprochen, also lasst er die Nägel lackieren jetzt hier mal ausnahmsweise. Ja. Und jetzt hatte ich gerade ein ganz, ganz tolles Coaching mit einer wunderbaren Kundin, die auch in der Akademie ist, die aber hier auf Bali nicht mit dabei war. Und die hat so ein Gespräch, die geht jetzt auch den nächsten Schritt. Da geht es jetzt dann auch so im positiven Sinne ums Eingemachte. Die freut sich auch riesig, dass sie jetzt so den nächsten Quantensprung machen kann. Vorarbeit ist jetzt geleistet. Und die hat so einen Satz von sich gegeben. Von früher hat sie den irgendwo mal noch. Und ich glaube, in der Richtung gibt es sogar auch ein Buch oder einen Titel, einen Buchtitel. Ich könnte machen, was ich wollte, wenn ich nur wüsste, was. Und das ist so etwas, was, glaube ich, ganz, ganz viele einfach auch betrifft. Ich könnte machen, was ich wollte, wenn ich nur wüsste, was. Wir sind in der Richtung ja nicht konditioniert worden oder man hat uns ja nicht beigebracht, uns da zu fokussieren auf etwas, was unserem Herzen entspricht, was uns selbst entspricht. Weil letzten Endes erschafft sich ja jeder von uns selbst im Außen seine Lebenswirklichkeit. Und wenn du dich fokussierst auf das eine Ding, mal, was dein Herz wirklich möchte, was dich selbst ausmacht, und im Prinzip kannst du dich dazu jeden Tag auf ein Neues fragen: Wie will ich es haben? Wie soll mein optimales Leben sein? Wie soll mein optimaler Tag ausschauen? Du selbst erschaffst dir den. Als ich, wir sind ja jetzt hier in diesem tollen Resort von Maria, die habe ich kennengelernt vor über 10 Jahren, als ich selbst auch noch auf Messen unterwegs war. Maria war auch auf Messen unterwegs. Und wir hatten so nebeneinander oftmals unsere Messestände. Und als ich damals mitbekommen hatte, die planen hier dieses Resort auf Bali, das war damals überhaupt noch nicht in meinem Bewusstsein drin, dass ich hier mal sein werde. Jetzt sage ich auch schon zum zweiten Mal. Nächstes Jahr werden wir 4 Wochen hier sogar zugange sein. Und als ich letztes oder vor 2 Jahren war das ja jetzt zum ersten Mal das Retreat hier geplant hatte. Ich habe mich einfach auch letzten Endes gefragt, wie will ich es haben, wie will ich mein Leben haben? Und habe einfach in mir gefühlt, ich will auch mal nach Bali, ich will es mir auch hier mal in dieser Transformationsenergie, in die möchte ich mich einfach hineinbegeben. Und so entsteht dann alles Weitere. Ich habe den ganzen Fokus darauf gesetzt. Und so ist das bei dir auch. Also wenn du weißt, was du willst, und darauf dann deinen Fokus richtest, dann kannst du dir zu jeder Zeit, egal wo du gerade stehst, wirklich alles in deinem Leben kreieren. Es geht einfach immer wieder darum, sich so die richtigen Fragen zu stellen und ja, dann letzten Endes seinem Herzen zu folgen. War die Verbindung kurz weg, dann ist auch für dich wirklich alles möglich und egal wo du jetzt stehst, du selbst bist die Schöpferin und die Erschafferin deiner Lebenswirklichkeit. Ja? Wir haben gerade welche ganz, ganz viel Freude. Ich bin auch gerade auf dem Weg ins Restaurant, ins Holiday Garden Restaurant Baruna. Da werde ich jetzt einen grünen Weizengras-Shot genießen und